Skizirkus arbeiten Nacht für Nacht Mensch und Maschine für die perfekten Pisten. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist der Schnee aus den Schneekanonen, der sogenannte Maschinenschnee. Ein sehr kostbares Gut. Er bildet die Grundlage für die Skipisten. Und am Winteranfang schneien die Schneekanonen große Häufen, die werden dann von den Pistenraupen verschoben und gleichmäßig verteilt. Der Pistenraupenfahrer weiß immer ganz genau, wo er ist und entscheidend, auf welcher Seehöhe er sich befindet. Das wollen wir uns jetzt genau anschauen. Danke dir. Hier im Skizirkus kommt hocheffiziente Technik zum Einsatz. Alle Pistenraupen sind mit einem sogenannten GPS-System ausgestattet. GPS, das bedeutet, die Pistenraupen haben immer eine Verbindung zum Satelliten und der Pistenraupenfahrer weiß genau, wo er sich befindet. Und noch viel wichtiger, er weiß auch genau die Seehöhe, wie hoch er ist. Und das hat folgenden Hintergrund. Die Berge da in dieser Region sind im Sommer genau vermessen worden. Und die Seehöhe jetzt unterscheidet sich von der im Sommer. Und diese Differenz ist genau die Schneehöhe, die wir haben. Unter der Pistenraupe liegen derzeit zum Beispiel 50 cm Schnee. Somit weiß man genau, wo Schnee fehlt oder wo noch eben welcher abgetragen werden muss. Damit man dann überall gleich viel Schnee hat, somit entsteht eine ganz ebene Piste. Übrigens, diese ganzen Daten hat auch der Pistenchef am Computer und kann eben sich einen wunderbaren Überblick verschaffen, wie es im Skigebiet derzeit ausschaut. Zusammenfassend kann man sagen, hier in dieser Region im Skizirkus, da wird mit dem kostbaren Gut Schnee ressourcenschonend und sehr effizient umgegangen. Es ist ein richtiges Schauspiel, wie sich die Pistenraupen da in Formation die Berge hinauf und wieder hinunterarbeiten.